Servus, wir denken schon zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute basteln wir wieder was aus der Serie von Mr. Bean und zwar sein Konkurrent im blauen Auto. Ich glaube, ihr kennt ihn. Naja, wer genau drin sitzt, weiß man ja nicht, aber ich denke mal, in Minecraft passt das und dann hat Mr. Bean auch einen Konkurrent auf der Straße und daher schnappen wir uns die Blöcke und bauen gleich mal los. Zuallererst gehen wir wie immer an unsere geliebte Kiste ran und holen uns dann erstmal, würde ich mal sagen, ein bisschen schwarzen Beton raus, denn polide Anisitstufen, dennoch ein paar Steinknöpfe, hellblauer Beton, Prismarin, Ziegeltreppen, dann ganz einfach noch ein bisschen Stolperdrachhaken, der darf nicht fehlen. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder raus. Ich empfehle heute mal die Birkenschilder. Weiter geht's dann noch mit Akazienscheiter und dann empfehle ich euch auch noch das Fichten-Soundtor. Zuallererst beginnen wir dann erstmal mit den Rädern. Das heißt, eins platzieren wir uns irgendwo hin und von diesem einen Rad gehen wir einmal nach hinten weg. Da zählen wir 1, 2, 3 und bei dem dritten gehen wir nochmal zu den Seiten jeweils ein. Blub, und dann haben wir unsere drei Räder schon mal. Bei den zwei hinteren können wir auch gerne schon mal unsere Felgen platzieren oder darstellen mit unseren Steinknöpfen. Dann nehmen wir unsere polierten Anisitstufen. Die können wir, sag ich mal, einmal vorne wie auf der Rückseite hier überstehen lassen und können dann hier einmal unsere untere Fläche einmal komplett hier ausfüllen. Und wenn wir das dann soweit haben, geht schon ran an unseren hellblauen Beton, dass wir einfach mal hier hinten einfach mal vier Blöcke platzieren. Das Ganze können wir hier komplett einmal machen. Ganz vorne, wo wir schon die zwei Blöcke frei haben, können wir die erste Reihe auch freilassen. Und dann hier hinter noch die drei letzten Reihen. Die schlagen wir nochmal um eine Blockreihe höher. Und wenn wir das haben, setzen wir hier vorne nochmal blub blub zwei Blöcke hin. Und an den Seiten platzieren wir erstmal unsere Treppen so ganz normal nach hinten gerichtet. Und dann nochmal zwei hier einfach zur Seite weg. Dann haben wir unsere Motorhaube auch schon vorne dargestellt. Trotzdem wollen wir noch über unseren Hinterrädern noch so einen Radkasten bauen. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Blub, tauschen hier einfach mal die Blöcke durch eine Treppe aus. Und wenn wir das haben, kommen wir schon zum Zollübertraghaken. Den wollen wir uns dann einmal hier vorne platzieren, wo wir die eine Fläche freigelassen haben. Das sollen ja dann unsere Griffe sein für unsere Türen. Ja, dann würde ich mal sagen, Nummernschild kann man sich auch gerne basteln. Das setzen wir vorne hin. Und dann würde ich mal sagen, geht es dann auf die Rückseite, dass wir hier noch ein paar Blinker uns setzen und natürlich noch einen Auspuff. Zu guter Letzt holen wir uns natürlich noch ein bisschen Glas raus. Heute empfehle ich euch mal das weiße Glas, dann holen wir uns noch ein paar Gegenstandsrahmen raus und dann noch zuletzt ein bisschen Teppich. Mit unserem Glas beginnen wir auch erstmal, dass wir uns natürlich hier einmal unsere Fahrerkabine setzen, ne, unsere Fensterscheiben einmal reinsetzen hier beim Auto. Dann würde ich mal sagen, können wir auch gleich vorne noch ein paar Scheinwerfer setzen. Dann nehme ich einfach mal auch weißes Glas, das passt irgendwie. Und zum Schluss nehmen wir noch unseren blauen Teppich und können hier auf unserem Dach noch überall einmal eine kleine Schicht machen. Natürlich nur auf unseren Blöcken und auf den Treppen lassen wir es dann frei. Und schwupp, haben wir schon das Gegnerauto von Mr. Bean da. Jetzt hat er auch einen Konkurrenten endlich auf der Straße. Und ja, so schnell geht das. Ich hoffe, du bist immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt hat Mr. Bean seinen Konkurrent auf der Straße, kann jetzt losfahren, ihn natürlich wieder mal in den Graben schubsen, wie wir es kennen. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut rein und tschüss.